Hallo, willkommen zurück. Ich habe nochmal überlegt. Meine Vermutung ist, dass vielleicht die Nahrung in der Armee, die ich hatte, also in dem Deck, dass ich mir das Ganze nicht leisten konnte und dass diese Nahrung, wir erinnern uns, wenn wir nochmal kurz rüberschauen. Hier, dass wir hier so wahnsinnig weit über unser Maximum waren, obwohl wir bereits ein Deck hatten, das in Verwendung ist. Im schlimmsten Fall liegt es daran, dass wir uns die Leute von der Karawane hergeholt haben und dadurch weniger Essen zur Verfügung haben und dadurch quasi die Versorgung unserer Einheiten teurer geworden ist. Ich habe mir nämlich nicht auswendig gemerkt, wie hoch die Zahlen hier waren. Wäre zumindest eine Vermutung. Die Alternative ist, dass man halt mit einem illegalen oder mit einem nicht spielbaren Deck startet quasi. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. So. Zweiter Anlauf. Auf Mewe Gadberg. Die Tore stehen. Wir kennen Gadberg. Mewe. Und wir greifen wieder an. Jetzt mit einem besser ausstaffierten Deck. Und halt auch, ne, was den Hinweis angeht, greife schwächere Einheiten an. Mit der Sonderfähigkeit von Mewe Schaden zu verteilen. Madromebären finde ich eigentlich großartig. Merlot und der ganze Kram, die kombinieren sich gut. So, hier haben wir das Verschieben. Wir haben hier Verschieberkarten, dadurch wird er stärker. Das gefällt mir auch sehr gut. Die Stärke einer Einheit auf die Stärke der Einheit links von ihr finde ich auch sehr gut. Den finde ich auch gut. Die Dimitherium-Bombe, die nehmen wir erstmal raus. Gucken wir mal, wie wichtig die sein könnte. Feuer finde ich sehr gut. Und dann tauschen wir die noch aus. Ja, haben wir noch einen Schleuderer. Dann haben wir alleine schon 3, 6, 9 Punkte, die Gascon stärker wird. Dann schauen wir doch mal, wie das damit funktioniert. Sie denken, Sie wären hier zu Hause. Beweisen wir Ihnen das Gegenteil. Oh. Schon wieder Schrubben? Oh Götter. Leider wurde er gesegnet, dadurch können wir ihn jetzt mit Mewe nicht sofort vom Feld räumen. Wir können auf jeden Fall erstmal unser lyrisches Banner verschieben. Stärkt Gascon auf jeden Fall. Dum, dum, dum. Ja, dann fangen wir erstmal an, Feuer zu legen. Komm her, lass uns tanzen! So, und ich muss noch mal gucken. Der Kampf dauert auch nur eine Runde, oder? Was heißt verkürzt? Kann ich das jetzt hier nochmal einsehen? Nee, kann ich nicht. Okay, wir kämpfen auf jeden Fall so, dass wir den Sieg in der ersten Runde holen wollen. Neue Befehle? Nein? Befehl. Kräftige alle verbündeten Einheiten um 1. Scheinbar auch die Einheiten auf seiner Hand. Tückisch. So. Wir können auf jeden Fall Mewes Fähigkeit einsetzen, da sie noch beide trifft. Sehr gut. Wenn das Feuer zieht, ist er sogar noch besiegt. Den brauchen wir noch nicht. Gascon brauchen wir noch nicht. Die Schleuderer möchte ich auch noch nicht einsetzen. Sonst sehe ich das Krafttonikum ein. Bei den meisten Einheiten, die ich hier habe, möchte ich halt noch darauf warten, dass ein bisschen mehr sich tut. So, wir räumen erstmal in der nächsten Runde ab. Wir buffen erstmal unseren Streunerbomber. So, leider hat das Feuer nicht gegriffen. Keine Anzeichen von Kampf. Diese Bastarde müssen den Schwarzkitteln die Tore geöffnet haben. Die Vermutung hatten wir auch schon. Wir setzen unseren Schleuder ein. Bewegen hier mal munter durchs Feld. Schädigen und zerstören sogar. Gucken, was sie uns noch so an den Schädel werfen können. So, dadurch werden wir jetzt natürlich nach und nach zermürbt. Wir, 2 Runden haben wir noch Cooldown, bevor wir mit Mewe wieder angreifen können. Aber solange hier Dreier liegen,
gilt das schon? Kann ich den Bären schon auf ihn einsetzen? Naja, nee, wir warten mal lieber ab. Nicht alle Drachen lieben Gold. Wir machen lieber mal eine schwächere Einheit B zum Bären. Gascon wird immer stärker. Ihr Nilfgaarder. Merke dir, alle Wege führen nach Nilfgaard. So, er war ja vorher schon der Typ, der uns überrascht hat. Nilfgaarder Kommandant. Wann immer eine verbündete Einheit zerstört wird, verliert diese Einheit 25% ihrer aktuellen Stärke. Na, traumhaft. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen warten können, ha? So. Spionage. Verbessere diese Einheit nach 2 Zügen, um die Stärke der Einheit zu rechten. Naja. Ja? Wenn das funktioniert, dann haben wir das Ding sowieso eingetütet. Wenn ich jetzt die Einheiten verschiebe... Ja, normalerweise die sollten sich ja nicht mittendrin einsortieren, oder? Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? So, die wechseln jetzt mal alle schön ihren Platz. Wir haben unsere Sonderfähigkeit wieder fertig. Wir können auf jeden Fall den Vierer da oben töten, wobei der am ehesten vielleicht noch wegfackeln wird. Was haben wir denn sonst noch, was Stärke anrichtet? Nichts wirklich, ne? Das möchte ich mir eigentlich alles noch aufbewahren. Ja gut, wir setzen jetzt schon mal die ein und können die dann eigentlich theoretisch nochmal einsetzen. Ja, wir töten erstmal den hier oben, oder? Befehl, wenn 2 verbündete Einheiten erscheinen, verbessere diese Einheit um 6 und gib ihr Zähigkeit. Aber das ist das schon passiert? Ich glaube schon, oder? Komm, wir nehmen erstmal den da oben raus. Natürlich, wie du wünschst, Meister. Das hat leider nicht funktioniert. Er hat sich leider nicht verbessert. So, Moment. Zu Beginn des Zuges, um die Stärke der Einheit zu rechten. Okay, warte mal, dann ist wahrscheinlich immun, kann nicht ins Ziel genommen werden. Und leider erforderte wohl die Fähigkeit des Streuner-Eindringlings, dass man ihn ins Ziel nimmt. Sehr, sehr schade. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall aus unserem Sechser erstmal einen Bären machen. Wunderbar. Dann setzen wir als nächstes unseren Alchemisten ein. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke der Einheit links. So, wir nehmen ihn. Spielen ihn hier hin. Da liegt eine Verwechslung vor. Und er wird auch zum 20er. Wunderbar. Oh. Ach, Chase! In zwei! Eine Runde, das ist sehr gut. Wir kommen also quasi nochmal hin. Wir können nochmal unsere Sonderfähigkeit von Mewe nutzen. Töten damit zumindest nochmal einen. Und dadurch senken wir seine Kraft nochmal um 25%. Dann haben wir das auf jeden Fall auch eingesackt. So, Schwächste um die Stärkste. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für uns. Und wieder an die Front. Ja, leider nur eine Einheit. Wenn noch 2 von den Niedrigen auf gleicher Lebensenergie gewesen wären, wäre natürlich ein Traum. Aber das ist auch schon ein herber Schlag. Gascon. Ich mach's kurz und schmerzhaft. Und jetzt gucken wir mal, ob sie 30 Punkte übertreffen können. Autsch. Aber egal. Wunderbar. Wir sind wieder da. Die Schlacht um Gatberg endete mit Mewes Sieg. Sehr zum Missfallen der Bewohner. Als die Königin die Lagerhäuser der Nilfgaarder durchsuchte, bat der Bürgermeister, ein älterer Herr mit imposantem Schnauzer, um eine Privataudienz. Majestät, ich bin alt. Tötet mich. Dann erspart ihr mir die Sorgen. Ich will offen sein. Ihr habt nicht viele Männer. Keinen davon werdet ihr zur Verteidigung hier lassen. So wie ihr fort seid,
werden die Kaiserlichen Gadberg zurückerobern, die leeren Lagerhäuser finden und Rache üben. Ihr werdet weit weg sein und wir schrecklich nah. Der alte Mann fiel auf die Knie und ergriff den Mantelsaum der Königin mit seinen knochigen Fingern. Euer Gnaden, ich bitte euch, lasst das Gold hier. Sonst wird das Blut unserer Frauen und Kinder durch Gadbergs Straßen fließen. Mewe überlegte, was sie antworten sollte. Sie könnte ihn für seine Voraussicht und Sorge um seine Bürger loben oder für seine Feigheit und Unverschämtheit verfluchen. Die schwarze Reila hatte keine Zweifel. Allesamt Verräter. Kein Wunder, dass die Stadt noch steht. Sie müssen die Tore für den Abschaum aufgerissen haben. Und jetzt wollen sie sich mit dem Gold die eigenen Taschen füllen. Ja, Nationalität bin ich ja einfach auch irgendwie kein Verfechter und Anhänger von. Es ist einfach nur Leid und Leid über Leid. Ich kann dir nicht verwehren, dass sie die Tore geöffnet haben. Ich finde das total nachvollziehbar. Und dass der Bürgermeister hier offene Karten mit uns spielt, finde ich auch absolut menschlich und nachvollziehbar. Was jetzt für die Kriegszeiten die beste Entscheidung wäre, schwierig. Und ich denke, sie werden wahrscheinlich trotzdem Rache an Gadberg nehmen, weil die Nilfgaarder hier ihr Blut gelassen haben, ob Gold ist oder nicht. Aber wir lassen es mal in Gadberg. Und werden wahrscheinlich erleben, dass das sowieso nicht das erreicht, was wir hoffen würden. Mewe stand vor einer der Truhen, die bis oben hin mit Gold gefüllt waren. Dann schlug sie mit einem Knall den Deckel zu. Das Gold bleibt hier. Alles, sagte sie. Im Tausch will ich, dass ihr versprecht, zu den Waffen zu greifen und die Schwarzkittel niederzumachen, wenn die Zeit reif ist und Nilfgaard sich zurückzieht. Der alte Mann blickte eine ganze Weile in Mewes kalte Augen. Dann nickte er schweigend. Schauen wir mal. Es ist immer so ein bisschen, man weiß ja nicht, was für ihn verbindet sich da noch so hinter der Antwort, ne? Was für Einfälle kriegt Mewe noch, wie viel Verhandlungsgeschick und Spielraum hat man? Und was wird jetzt hier in den Gassen geredet? Wir zeigen ihnen, dass das Gold noch hier ist. Vielleicht gewähren sie uns dann Gnade. Wir zeigen ihnen... Also alle sehr duckmäuserisch unterwegs. Aber wenn man sich halt schon mal die Mühe gemacht hat, eine schöne Stadt aufzubauen, Steinhäuser zu errichten, für Kirchen zu spenden. Naja, oder die Kirche sich hat Spenden eintreiben lassen. Möchte man den Ort natürlich auch nicht aufgeben. Moment. Warum ist denn hier noch ein Kampf? Und hier noch eine Truhe? Na, das schauen wir uns erstmal an. Ach so, genau, weil wir vorne bei den Truhen von Gadberg standen. Eine Mitternachts- oder Tagerscheinung? Wie hießen die? In der Finsternis. Eddern brannte. Städte, Dörfer, Wälder. Als die Flammen endlich erloschen, lag das Land unter einer dichten Rauchdecke, welche die Sonne verfinsterte. Es wurde so dunkel, dass sogar nachtaktive Monster nun am Tage jagten. Okay, also ist es schon mal keine Mittagserscheinung. Aber wie hieß denn das erste Wesen, das erste richtige Monster, was man bei Witcher 3 erlegt hat am Brunnen? Irgendwie so ähnlich, oder? So, die Meteorienbombe werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Den Bären fand ich gut. Wir stürzen uns erstmal in den Kampf, gucken, was passiert. Kämpfen wir jetzt 3 Runden? Wahrscheinlich nicht, oder? Mein Gedächtnis. Feuer! Zeit, meine Schande wegzuwischen! Aber in welcher Reihe? Ah, Nachterscheinung ist dies. Okay. So, wir gucken mal. Verfolge alle 3 Züge zu Beginn des Zugs die stärkste, nicht verfolgte gegnerische Einheit und verschiebe sie in ihre andere Reihe. Das hilft uns, dass wir Gascon auf der Hand haben. Das ist schon mal gut. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs allen verfolgten Einheiten einen Schaden zu. Und das Schaden zufügen ist gut für den Bären. Erstmal nicht das Schlimmste. Und was haben wir hier? Eine normale Erscheinung.
Verfolge eine gegnerische Einheit und deswegen sind wir jetzt heimgesucht. Alles klar. Diese Einheit ist markiert. Sie ist jetzt das Ziel der Fähigkeiten der Karte, die sie markiert hat. Gut, ja. So, aber womit fangen wir jetzt an? Wir haben so wenige Einheiten auf der Hand. Oder so wenige Karten auf der Hand, die wir sinnvoll nutzen können. Dann nutzen wir erstmal das Krafttonikum. Ich möchte gerne, dass der Gegner mehr Einheiten auf dem Feld hat, bevor wir anfangen, unseren Schleuderer einzusetzen. So, es sind schon mal zwei Siemer dabei, das ist gut. Eine Arche-Spore. Füge jeden Zug am Ende des Zugs einer gewählten gegnerischen Einheit zufällig einen Schaden zu. Todeswunsch. Rufe diese Einheit aus deinem Friedhof herbei und schwäche sie um 4. Funktioniert das sofort oder muss sie dafür einmal im Friedhof liegen? Auf jeden Fall können wir einmal die Einheiten schwächen. Ja, mein Gott. Und dann können wir die durchaus mal in die Brandreihe schieben, was soll's. Ach komm, jetzt sag nicht, ich muss 3 bewegen. Muss ich jetzt meine eigenen Schaden zufügen? So ein Rotz. Okay. Den können wir nochmal verschieben. Das Kong freut sich. Und wir wandern stolz übers Feld. Und hier haben wir die Mittagserscheinung. Ach gut, schön, wenn es sich aufklärt. Erneuere die Dauer aller Verfolgungen und verbessere dann diese Einheit für jede Verfolgte um 3. Okay. Okay, okay, damit kommen wir aber durchaus noch zurecht. Verwundet ist momentan keine von uns so richtig. Den Alchemisten möchte ich noch nicht einsetzen. Wir schieben wieder lustig übers Feld. Nicht alle Drachen lieben Gold. Ich schon. Es ist die Frage, wir bleiben verfolgt. Und die Spure kommt sofort wieder, okay. Aber nur einmal. Das sieht erstmal so aus, als könnte man das relativ gemütlich runterspielen. Dann verwandeln wir eine unserer Einheiten in einen Bären. Wunderbar, jetzt beginnt das Buffen. Der Alchemist ist erstmal der Nächste. Was haben wir hier? Maero Lorn. Verfolge eine Einheit 9 Züge lang. Wann immer der verfolgten Einheit Schaden zugefügt wird, füge ihr zusätzlich 2 Schaden zu. Igitt. Das wird ja richtig eklig. Dann würde ich sagen, spielen wir doch erstmal nochmal den Schleuderer. Bringen euch alle in die Brandreihe. Und hoffen, dass da ein bisschen Schaden rumkommt. Okay, nein, es ist kein verkürzter Kampf. Die erste Runde haben wir gewonnen. Hoffen wir, dass wir das dann auch noch... Moment, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich kann sie in den Friedhof bringen. Ne, okay. Ich glaube, wir können einfach so passen. Man weiß bei Monstern ja nie, ob dann irgendwie doch nochmal Einheiten auf dem Feld bleiben oder nicht. Der gute Ike. Und das Schöne ist, dass seine Wut auf jeden Fall die ganze Zeit schon ausgelöst wurde und er immer, immer stärker geworden ist. Sehr, sehr schön. So, den Schleuderer möchte ich behalten. Er ist natürlich großartig wegen der Loyalität. Ich denke, den spielen wir jetzt zuerst aus. Der Merlo ist natürlich auch großartig, weil Gascon und Ike immer stärker werden. So. Ach, schade. Unsere Fähigkeit ist wirklich noch auf Cooldown. Die Frage ist, ob wir jetzt eine starke Einheit spielen und dann einfach passen. Das wäre das Sinnvollste. Wir können halt auch ihn spielen. Dann nochmal Schaden zufügen und seine Loyaleinheit macht ihn um 7 besser. Ja, ich glaube, dann spielen wir ihn zuerst. Ja. Und hoffen, dass er nicht gleich übertrumpft wird. Nein, wird er nicht.
Gut, Loyalfähigkeit. Zack. Und dann passen wir. Oh nein, wenn ich die Fähigkeit einsetze, darf ich nicht passen. Ärgerlich. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke der Einheit links von ihr. Kann ich denn? Nein, liegt eine Verwechslung vor. Ich kann ihn nicht selber spielen. Ach komm, ey. Warum kann er sich das nicht selber verbessern? Kannst du wohl seine eigenen Getränke suchen da? Fürchterlich. So, aber jetzt wird gepasst. So. Er kriegt Schaden, er wird stärker, er wird verschoben, er wird stärker. Gibt noch mehr Schaden, Ike wird richtig gut. Doch. Wieso ziehen wir denn nochmal drei nach? Das freut mich. Basisstärke brauchen wir nicht. Den Streuner-Eindringling, der kann ganz nett sein. Die Kavallerie. Füge einer gegnerischen Einheit Schaden zu. Wann nimm eine Verbündete Schaden? Dann nehmen wir die Kavallerie raus. Den Bomber, um nochmal in der anderen Reihe Feuer zu machen. Ja, warum nicht? So, wir hoffen mal, dass da noch was Stärkeres kommt. Außer den Sima. Glaubst du, dass ich Angst habe? Ja, glaube ich. Ich glaube, du bist ein feiges Stück. So, drei Karten und dann kann ich unserer eigenen notfalls Schaden zufügen. Das wird aber auf jeden Fall Ike auch nochmal helfen. Aber ich kann mich auch nochmal einen Moment in Geduld üben. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Die haben beide sieben, deswegen gibt's von mir jetzt auf den Sack. Ach doch, mit Gascon und Ike sehe ich da gar keine Bedenken. Was ist eigentlich bei Einsatz? Füge einer gegnerischen Einheit Schaden. Ach ja, in Höhe seiner Stärke. So, jetzt wird der Schleuderer nochmal hier die Karten hin und her schwirbeln. Ach, das lässt sich doch alles ganz gut machen hier. Ein Bargist. Wenn immer ein Verfolgt-Timer abläuft, generiere eine einfache Kopie dieser Einheit. Okay, aber ablaufen tut er nur, würde der Bomber wirklich sterben, ne? Könnte nochmal böse werden, aber bisher sieht es eigentlich ganz gut für uns aus. Ja, den muss ich auch irgendwie demnächst mal spielen. Und so richtig starke Einheiten kommen dann nicht aufs Feld. Dann spielen wir den doch jetzt hier zwischen. Ja. Scheinbar ist jetzt gerade eben schon trotzdem ein Timer abgelaufen. Okay. So, die Stärke einer Einheit auf die der Einheit links. Dann müssen wir auf jeden Fall Ike am besten hier schön in die Mitte spielen. Oder am besten gleich nach da, falls wir den noch retten können. So, verschieben wird sich nichts mehr, deswegen kommt jetzt erstmal Gascon aufs Feld. Geld stinkt nicht, wie sehr die Börse auch müffelt. Och, er wird auch noch verbessert, wenn er schon auf dem Feld ist. Das ist natürlich Luxus. Jetzt haben wir Mewe bereit. Ja, ich könnte natürlich die Einheiten töten, ich möchte aber lieber drei Einheiten vier Schaden zufügen. Wesentlich effektiver. Dann möchte ich... Naja, wenn der stirbt, ist das auch nicht so schlimm. Wir spielen jetzt erstmal Ike. Hier hin.
Mach dich bereit, wenn du einen Funken Ehre besitzt. Absoluter Overkill. Und unser lieber Gegner hat auch gleich keine Karten mehr auf der Hand. So, setze die Stärke einer Einheit. Guten Tag. Auf die Links. Zack. Mal gucken, eventuell kommen wir sogar noch auf über 200, oder? Jetzt gibt es nochmal den Merlu. Mal gucken, ob es einfach ein Achievement dafür gibt. Nein, 200 reicht nicht aus. Ich glaube, bei Witcher 3 waren es immer irgendwie 300 Kampfpunkte hat. Aber das Ding haben wir doch ganz einfach eingetütet. Ja, wunderschön. Zwei gewonnene Kämpfe und der Kampf gegen die Monster wenigstens eine eindeutige Sache. Nicht sowas wie mit der Stadt, wo es irgendwie hin und her gerätselt und Gefahr gibt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockstar.